Meine Damen, meine Herren, ich habe hier wieder ein bisschen Gameplay-Material für Naruto. Das ist zugegebenermaßen auch eins der letzten Gameplays. Ich denke noch, so circa zwei Videos werden kommen, einmal das und das nächste. Und dann habe ich auch Naruto eigentlich bis also durch, also für mich. Ich habe das Spiel auch nur gekauft, weil ich dachte, da gibt es diesen großen Krieg. Ich meine, vielleicht habe ich auch was nicht entdeckt, ja. Ich bin so ein Typ, der spielt einfach, ohne das Ganze zu hinterfragen. Ich kaufe mir das Spiel, zum Beispiel Dark Souls. Hast du gekauft? Ich habe das gar nicht durchgeblickt, ich habe einfach nur gespielt. Ich habe bestimmt irgendwas nicht entdeckt, weil ich nicht weiterkam. Ja, ich fand es aber dann nicht mehr interessant. Und ich hatte auch keine Lust, da irgendwie weitestgehend so im Internet zu recherchieren. Ich meine, was recherchieren heißt, ist ja einfach nur auf YouTube gucken und Let's Plays. Aber bei mir ist das meistens so eine Sucherei, darauf habe ich keine Lust. Ja, deswegen habe ich da Dark Souls schnell verkauft. Zum Beispiel Dragon Ball Z, hier, Battle of Gods. Oder Battle of Z, sorry. Das Spiel war ja eigentlich recht simpel. Man hat Kämpfe, man hat diese Story-Modus und dann ging es runter. Du musstest einfach Mission für Mission machen. Dann hattest du den Salat. Ja, da hattest du die Rosinchen. Ja, bei Super Smash Bros. Ist das noch etwas anderes. Da gibt es ja Klassik-Modus. Da gibt es den den Smash Modus, den Smash 8 Modus, den Spezial-Smash Modus. Ich blick da gar nicht mehr durch. Ich habe das Spiel jetzt seit dem einen Tag vor Release, also 27. Und heute ist schon der 5. Tag. Moment. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Heute ist Montag. Ja, 6. Tag. Und ich habe schon meine circa 25. Spielstunde. Ich meine, das sind ja pro Tag verteilt dann circa 5 Stunden. Ist eigentlich recht wenig für mich jetzt. Weil es gab wirklich Zeiten, da hatte ich am einen Tag, weil ich hatte ja auch schon mit Animes mal am Tag 10 Stunden, ja, Animes. Ich weiß noch, mein längster Spieltag, das war, als ich Skyrim hatte, das war im Sommer, in den Sommerferien, hat man auch natürlich viel Zeit, kann man sich wirklich sich gehen lassen in Ferien. Ich habe da auch wirklich jetzt dieses Jahr, letztes Jahr, sorry. Einfach 5 Kilo über Sommerferien zugenommen, weil ich einfach keinen Sport gemacht habe. Das war dieses Jahr. Letztes Jahr war ich noch voll motiviert, top motiviert. Dieses Jahr nicht mehr. Weil ich war ja auf dieser komischen Kur, Tablettenkur. Weil ich ja Probleme mit meinem Körper hatte. Und da konnte ich ja keinen Sport machen, weil sich ja meine Muskeln darunter belastet fühlten. Ja, die fühlten sich belastet, ja. Ich selber konnte 10 Liegestütze machen, kann weitermachen, meine Muskeln, aber hatten schon nach 10 Liegestütze wirklich Muskelkater, also sogar in den Beinen, ja, bei Liegestützen. Das ist wirklich irgendwie komisch. Wo war ich stehen geblieben? Wir waren ja bei Skyrim, meine Spielstunden. Ja, ich hatte wirklich 12 Spielstunden, meine Eltern waren weg, wenn die da wären, die hätten sehr wahrscheinlich was gesagt, denn die sind ja so welche Eltern, die denken, ich habe zwar Top-Noten, also ich habe letztes Jahr Durchschnitt 1,7, obwohl ich wirklich 9. Klasse, war das 9., ich weiß nicht, obwohl ich wirklich gar nichts für die Schule gemacht habe. Ich habe wirklich nur Animes gesucht die Tage, ja, am Tag wirklich mindestens 15 Episoden an Schultagen. Animes. Und ich habe trotzdem einen Durchschnitt von 1,7 gehabt. Ich habe mich wirklich gefragt, wie es ging, weil die Jahre davor hatte ich überall 2,3. Und da sagt mir einer, das Internet verblödet einen oder beziehungsweise Fernsehen. Das ist ja gar nichts von beiden. Ist ja einfach nur, das sind Streams. Ja, sagt mir einer, die verblöden. Eben nicht. Ich habe wirklich viele klugscheißerische Phrasen und sowas oder so Fachbegriffe wie Quintessenz. Ja, die Agonie oder die Agonie war, glaube ich, der Todeskampf oder so. Ich weiß nicht. Ja, und Quintessenz eben der wichtigste Punkt. Und die Begriffe habe ich eben im Internet gelernt und auch diese klugscheißerischen Sätze. Also wirklich so Sätze, die man überall verwenden kann. Diese Lebensweisheiten und alles da. Das schöne, weite Anime-Universum. So, ich sag's nur. Guck, gönnt euch mal einen Blick. Ich meine, viele Leute, die sich für Naruto interessieren oder für Spiele, gucken auch meistens auch andere Animes, würde ich jetzt sagen. Besonders in Japan. Ja, also was ich so erzählen könnte,
wären, das ist ja gerade nicht live kommentiert, natürlich nicht. Weil das live kommentiert, da wäre ich schon Multitalent, weil gleichzeitig so reden so viel und noch so gut zu spielen. Ich bin so ein Pro. Ne? Sorry, es war kurz eine einstündige Pause von mir meiner Seite aus. Ich bin, glaube ich, stehen geblieben bei meinen schulischen Leistungen. Ich hatte vor kurzem, fing bei mir die Klausurphase an. Wer hier unter meinen Zuschauern nicht weiß, was eine Klausurphase ist, weil er die Oberstufe nicht machen wollte oder nur zur Realschule oder so ging. Klausurphase ist nämlich die Phase, in der man so mehrfach Klausuren schreibt, also arbeiten. Bei mir sind die momentan auf 90 Minuten, also das ist bei uns die Einführungsphase. In den nächsten 2 Jahren werden das LKs und Grundkurse sein, also bis zu 4 Stunden schreibe ich da. Und ich konnte ja schon verraten, was ich so wählen wollte. Also am Anfang der 10, der Oberstufe, hatte ich ganz klaren Plan. Und zwar wollte ich Chemie LK und Mathe LK wählen, weil ich bin hervorragend in Mathe und ist also noch besser in Chemie. Und als Grundkurs wollte ich, was war das, Latein, weil ich auch ziemlich gut in Latein bin, aber es halt eben nicht als LK angeboten wird bei uns, also als Leistungskurs. Und was war da noch? Ich konnte mich nicht festlegen auf Englisch oder Deutsch, weil eine der Sprachen müssen wir ja nehmen. Da ich momentan sehr viel besser in Englisch bin als in Deutsch, denke ich eher Englisch. Da ich momentan besser bin in Englisch, nehme ich auch Englisch. Ja, und ich habe eben die Klausurphase und nach dieser Klausur, die ich heute geschrieben habe, würde ich sagen, es hat sich erledigt mit Chemie LK. Also ganz klar, ja, denn unsere Lehrerin, es liegt auch wirklich an der Lehrerin. Ich bin mir jetzt so 100% sicher, also wirklich, ich bin mir wirklich sicher, dass wenn wir eine andere Lehrerin hätten, und wir haben auch genug davon, die besser sind, oder auch effizienter, so, ja, dann hätten auch wirklich 80% der Klasse, also des Kurses, wirklich mehr Spaß oder mehr Interesse an Chemie. Denn jetzt, wenn ich mit der rede oder wenn man so mit der kommuniziert, ja, habe ich das Gefühl, dass man nicht mit einer Lehrerin spricht, sondern mit so einem Roboter, weil die macht einfach nur, ja. Die nimmt Leute dran und dann sagt er einfach nur, nö, falsch. Die sagt noch nicht mal an, ja, fast richtig, ja, du hast vielleicht das und das Wort falsch gesagt. Nein, die sagt einfach nur falsch, weil man muss genau das Korrekte haben und die hat auch so, bei der prallt etwas einfach wie bei einer Mauer ab. Du sagst irgendwas, wenn das nicht zum Unterricht gehört oder wenn das irgendwas komplett anderes war, nimm dir einfach den nächsten dran, sag gar nichts dazu. Ja, also man kann sich das nur nicht mal vorstellen, ja, Unterricht bei der. Also, es gibt sowas Vergleichbares, hatte ich noch nicht was. Wir haben natürlich Lehrer. Das sind diese Drahtstanden, würde ich mal sagen. Die labern mehr über ihre Privatsphäre, also über privates Leben, als wirklich den Stoff, den man da behandelt. Ich hatte auch wirklich ein ganzes Jahr so Biologie gehabt, und zwar nur mit Filmen und Stories über die Feuerwehr und WoW. Ja, also mehr gab's auch nicht. Vielleicht auch ein paar Mal über Mitose, über die Chromosomen geredet, nicht einen Test geschrieben und deswegen habe ich auch nicht, ja, die Biologie weiter in die Oberstufe gewählt. Weil ich war mir so einigermaßen sicher, dass man den Lehrer wiederbekommen würde und einen Kurs hat ihn sogar bekommen. Es gibt ja mehrere Kurse, weil wir sind ja recht viele Schüler. Wir sind über 1800, 500. Und da kommen auch natürlich mehrere Kurse für ein Fach zustande. Und einen Kurs hat den Lehrer wiederbekommen und die schreiben mal denen dann auch Klausuren, weil man kann ja zwischen mündlich, also das Fach nur mündlich haben und das Fach schriftlich und mündlich haben, also dass du auch Klausuren schreibst, wählen. Und ich war mir natürlich sicher, dass wenn ich dann spätestens ab der Klausur merken würde, wenn ich Biologie weitergewählt hätte, es wäre mein größter Fehler gewesen mit dem Lehrer. Weil der macht wirklich Klausuren über die Themen, die er auch angesprochen hat, aber über die er nicht spricht.
Ja, er erwähnt die so, ja, wir machen jetzt Mitose. Ja, und da war ich ja letztens bei dem Feuer, bei der Freiwilligen Feuerwehr, da hatte ich letztens so einen Fall von einer Katze aus der Klosette zu holen, ja, sowas eben. Ja, dann redest du nicht 70% über die Mitose oder über Chloroplasten, sondern wie der Katzen aus dem Dixi-Klo holt oder so. Ja? Sowas eben. Und Chemie, ich war ja bei Chemie. Chemie hatte ich schon so eine gewisse Ahnung, weil wir waren uns nicht sicher, welche Lehrerin wir bekommen, weil wir hatten wirklich, die Lehrerin hatten in der 7. Klasse ein Jahr und nur ein halbes Jahr, weil wirklich nach ein paar Monaten beschweren sich genau die Leute, die Unterricht haben wollen, also unsere Fachsprache nennt man die Streber, ja, die gehen sich beschweren. Ich bin so einer, der macht einfach Schule, weil ich habe schon damals gewusst, 6., 7., 8. Klasse ist einfach unnötig. Wenn ich jetzt zurückblicke, wie unnötig einfach der Stoff ist, ja? Ja, weil man macht einfach die Jahre, man muss sie einfach nur überstehen. Weil jetzt, ab der Oberstufe, fängt alles an. Das war mir auch schon früher klar. Deswegen war ich immer so der Typ, der einfach im Unterricht gesessen hat. Wenn etwa was los war, hat er die Show nur genossen. Also wenn er jetzt so Hooligans oder Rabauken der Klasse wieder so Tische durch die Klassen schmeißen, ja, habe ich einfach nur zugesehen. Aber das Problem ist, genau jetzt, man machen die weiter. Ja? Man hatte die Möglichkeit zwischen drei naturwissenschaftlichen Fächern und manche aus meinem Kurs hatten nur Chemie, wie ich. Weil man konnte ja, glaube ich, alle drei wählen, Physik, Biologie, Chemie. Ich habe nur Chemie genommen, weil ich Physik und Bio wirklich null kann. Ich habe wirklich nichts verstanden. Natürlich, bei Physik konnte man auswendig lernen, die Formeln und dann einsetzen, da hattest du den Salat. Ja, da hattest du den Kohlkopf. Aber dann schon bei kniffligeren Sachen, wo man schon um die Ecke denken muss, da hatte ich keine Lust. Chemie geht das eigentlich noch. Weil da muss man auch zwar in die Ecke denken, aber ich verstehe das, ja. Das ist für mich alles so greifbarer als bei Physik. Und ich hatte heute eben die Chemieklausur, wie ich schon zum 100. Mal wahrscheinlich erzähle. Und ja, wirklich. Ich habe die Arbeit vor mir liegen sehen. Schon mit der Erwartung, dass sie irgendwie Stoff einbindet. Zudem die so ein paar Tage, ein paar Stunden, ja doch ein paar Unterrichtsstunden vor der Klausur gesagt hat, nee, die kommen nicht so ausführlich dran, wie wir besprochen haben, ja. Natürlich, meistens, wenn man das vom Lehrer besagt bekommt, geht man auch mit dieser Erwartung rein. Aber bei dieser Lehrerin musst du wirklich ein ganzes Chemie-Lexikon lernen oder vor der Klausur noch die ganze Staffel Breaking Bad durchgucken, die ganzen Staffeln von Breaking Bad gucken, ja, damit du vorbereitet auf diese Klausur kommst. Ja, also natürlich mit Breaking Bad etwas übertrieben, so viel Chemie kommt da gar nicht vor. War ein kleiner Joke am Rande, so, ja. Und ich hatte natürlich alles im Kopf gehabt, was man so vom Unterricht, ich bin ja so ein Elite-Schüler, ich hatte alles im Kopf. Aber bei mir ist das Problem, ich kann nichts davon anwenden, wenn ich so einen Text davor bekomme. Nur mit wirklich Anstrengung, ja? Aber das Gute an der Klausur ist, man konnte wirklich alles gut, wenn man wirklich ohne Pause gearbeitet hat, in 40 Minuten schaffen. Ja, wir hatten ja 90 Minuten Zeit. Und ich konnte so zwischendurch mal so tiefgründige Blicke aus dem Fenster werfen, weil ich saß genau hinten. Der Raum ist wirklich riesig gewesen. Unsere Fachräume sind zum Teil wirklich riesig. Die haben viel zu viel Platz, würde ich sagen. Wir haben eine Etage. Also wir haben insgesamt drei Etagen, zwei Stockwerke und das Erdgeschoss. Und in der eine Etage, ein Drittel einer Etage gehört wirklich den Fachräumen, also sind das eher doch ein Drittel, der gehört wirklich ein Fach, und die sind wirklich ein Fußballfeld breit, eine Etage, ja, und ein Drittel davon gehört den Fachräumen, also naturwissenschaftlichen Räumen, Physik, Chemie und Biologie zusammen, und wirklich dieser Raum, ne, Chemie, der ist wirklich, lass ich mal schätzen, 50 Quadratmeter, wahrscheinlich sogar mehr als, sag ich mal, 70 Quadratmeter. So groß ist vielleicht mal unsere
das ist vielleicht die Hälfte von unserer Wohnung, also wirklich so groß ist die. Und wir haben schon eine richtig große Wohnung, wir sind auch fünf Personen. Und die ist wirklich heftig, du, die ist wirklich heftig, der Raum. Und ich sitze wirklich ganz weit hinten, also wirklich letzte Reihe. Und wir waren irgendwie nur 11 Leute, die schrieben und jeder hat so einen Doppeltisch bekommen, damit auch gar keiner Täuschungsversuch machen kann. Das ist ein kleiner Insider bei uns im Kurs. Und ja, ich hatte wirklich das Glück, ganz hinten zu sitzen mit dem Streber aus unserem Kurs, weil ich bin ja schon einigermaßen gut, ne? Aber der Streber von uns, also unserem Kurs, der haut nochmal richtig aufs Blech. Also bei dem geht die Düse ab. Ja, hatte ich so ein bisschen was in der Hinterhand, hab mir am Ende aber nicht gebraucht. Ja, ich könnte natürlich notfalls haben, weil die Trickschalle-Brille, die ist wirklich, die hat eine schwache Sichtstärke. Und ich könnte mit dem so über, damit es leise ist, so über Blätter kommunizieren, übers Schreiben. Weil wir hatten auch wirklich zwischen unseren Tischen, weil das waren so Doppeltische, hatten wir so zwischen unseren Tischen so einen hohen Block, wo die ganzen Gase rauskommen, die ganzen Elektrostecker drin sind, um halt Apparaturen anzuknüpfen. Und dazwischen konnten wir so uns Blätter hinlegen, also hinter dem Ding, hinter dem Block, Blätter hinlegen, sodass die es nicht sehen konnten. Sorry, sodass sie es nicht sehen kann, die Blätter, die auf dem Boden lagen, und dadurch so schreiben. Also auf die Blätter auf dem Boden liegen und dann so halt per diese Chatten mit Blättern eben. Dieses Oldschool-Ding, was man heute ja übers Handy macht im Unterricht. Ja, das ist auch so ein Phänomen, ja. Ich merke, ich meine, das ist ja jetzt keine Sache von Respekt oder so, aber viele, sehr, sehr viele, das ist auch keine Überraschung, haben ihre Handys draußen und benutzen die auch im. Das sind zum Teil diese YOLO-Kinder bei uns, die einfach keinen Bock auf Unterricht haben, sich danach beschweren, dass sie es nicht mitbekommen haben. Das sind glücklicherweise nicht so viele, wie ich denke, von denen, die das machen würden. Das sind eher weniger. Aber ich erwische schon ein paar Mal welche. Ja, wie gesagt, das ist jetzt keine Überraschung. Wir sind ja. Oha, wie das da abgeht. Im Smartphone-Zeitalter. Ich bin ja auch manchmal dabei. So, auch bei Kursen. Wo mich wirklich der Unterrichtsstoff nicht juckt. Ja, Religion. Religion ist überraschenderweise ein Fach, in dem ich gut bin, ja, und mich auch interessiert. Weil seit neuestem bin ich da irgendwie gut. Vielleicht, weil ich die Lehrer in zwei Kurse habe, und zwar Latein und Reli. Aber nochmal weg mit dem Spinat. Ha, das sind meine top motivierenden Sätze heute. Weg mit dem Spinat, Satz der Woche. Nein, Kunst zum Beispiel, ja, juckt mich wirklich kein bisschen. Ja, die Lehrerin, die ist auch etwas schon älter. Man würde es ja auch nicht verüblen, also von einem Kollegium aus, dass die vielleicht mal so einen nicht dabei erwischt, wie er Kaugummi kaut oder an seinem Handy rumfummelt. Ja, und die Besonderheit bei uns im Kunstraum ist, der ist auch wie wirklich groß. Fachraum Kunst gibt's auch noch. Und die haben so Unterschubladen, die Tische, ja, wo man die Schubladen auch raus tun kann, wo die auch bei mir sind. Die sind bei mir raus. Und da kannst du wirklich deine Füße hochlegen. Also wirklich vielleicht in der Höhe der Knie, wenn man sitzt eben. Und die Schubladen sind eben auf der Ebene der Knie. Die kannst du eben raus tun, die Schubladen, und deine Füße hochlegen, weil auf diese Ablage. Ja, und dann kannst du auch deine Hand reintun und dein Handy. Und dann kannst du so deinen Stuhl ganz tief machen, sodass das vielleicht ein bisschen auffällt, ja, dass du tief sitzt, aber es fällt ja nicht auf, warum du so tief sitzt. Ja, weil du auf dem Handy willst. Ja, das fällt ja nicht auf. Wenigstens der Lehrer nicht. Den anderen Schülern natürlich. Und, oh, Madaras ultimative Jutsu. Das müssen wir nochmal genießen, du. Oh, yo. Komm, gib nochmal Gas. Wenn das mal nicht heftig aussieht, ja, die kleinen Zwischensequenzen sind schon heftig, ne, zum Spiel. Ah, das war Genuss. So, wo war ich stehen geblieben? Kunst. Ja, eben bei Kunst ist so ein Fach, das lohnt sich nicht, bei mir so richtig aufzupassen, weil das ist schon vergeudete Zeit. Ja, ich bin da ganz ehrlich. Ja, du kannst ja wirklich halbe Stunde aufpassen.
oder sogar nur 10 Minuten ganz kurz aufpassen, deinen Senf dazu geben zu dem Unterrichtsstoff, was gerade lief. Ja, und dann die anderen 50 Minuten irgendwie mit deinen Sitznachbarn kurz reden, weil die meiste Zeit, die wir dort in Kunst verbringen, sowieso praktische Arbeit. Und da kannst du trotzdem noch eine glatte 2 bekommen. Mehr als eine 2 in Kunst will ich nicht, weil ich hatte die letzten Jahre wirklich nur 3. Ja, und jetzt meine erste 2. Wirklich. Das sind wirklich die Lehrer. Hat man Glück mit den Lehrern, bist du top motiviert. Dann gehst du top motiviert durchs Jahr, denn Latein, ja, ist auch so eine Sache. Hatte ich auch letzte Woche Klausur. Und da ist das so, wenn dich die Lehrerin mag, die mit Latein haben, oder, ja, ich meine, das Gute an der ist, die beschränkt sich nicht nur, wenn man das so sagen darf, nur auf einen Schüler. Ja, die ist wirklich gleichgerecht. Man kann nicht von allen Lehrern aus unserer Schule sagen, dass sie wirklich gleichgerecht sind, ja. Ich habe auch mehrere Lehrer, bei denen man das übelst merkt. Zum Beispiel, so ein Fach, du sagst einmal was, ja. So ein Zappel-Philipp, der sagt einmal was, ja, und dann kriegt er eine 1. Dann sagt ich, ja, der sagt so ein anderer, so ein Ingo, strengt sich die ganze Stunde lang an, sagt vielleicht ein paar Mal was falsch, aber dann auch ein paar Mal was richtig und kriegt dann nur noch, ja, du hast dir zwar Mühe gegeben, aber eine 2 minus, mehr ist da nicht drin. Ja, mein Freund, mehr ist da nicht drin. Hau das nächste Mal mehr rein. Das ist wirklich, der beschränkt sich nur auf einen Schüler. Oh, bin ich da gerade Obito? Oh, ich bin Obito. Ja, Obito ist auch eine tolle Wahl. Gut, ja, Latein. Ich bin wieder bei Latein, genau. Hatte ich auch letzte Woche Klausur. Und der Stoff, wirklich überraschenderweise, ich spreche aus Erfahrung, ist immens angestiegen. Ich habe das Pech, dass ich jetzt einen anderen Lehrer bekommen habe. Also ein anderer in dem Sinne als anders als hier die letzten Jahre, Unterstufe. Denn dort hatte ich wirklich zugegebenermaßen jetzt nichts gegen meine aktuelle Lehrerin, denn die ist auch der Brüller. Ja, die ist der Brüller. Der hat eben einen sehr coolen Unterrichtsstil gehabt, wenn ich mal vorsichtig ausdrücken darf. Wirklich, wenn ich mit deinen Kumpels da aus den alten Lateinzeiten anfangen, über den zu schwärmen, dann kracht die Schwarte, du. Dann gibt's keinen Halt, gibt's keinen Stopp. Wir können ganzen Roman über den Lehrer schreiben, was er so alles gemacht hat, warum der einfach der Beste ist, ja, tausende Gründe. Ich habe leider das Unglück oder den Kürzeren gezogen, da ich den nicht mehr habe und musste mich komplett umstellen, denn er hatte wirklich den lockeren Unterrichtsstil drauf, während man aktuelle wirklich eine Nummer hochgeht. Ich war Einzelschüler in Latein in den letzten Jahren. Jetzt bin ich nur noch auf zwei gesunken, weil ich eben mit dem Unterrichtsstoff, mit der Schwierigkeit nicht mitgegangen bin. Das Problem liegt bei mir aber nicht trotzdem, also nicht bei dem Unterrichtsstoff, weil ich komme da sehr gut mit. Grammatik prima. Das Problem bei mir ist jetzt mehr der Interpretationsteil, und zwar mehr hinter die Geschichte gucken, und zwar ist das jetzt mehr Religion geworden, weil was denkst du jetzt von dem? Weil wir sind ja gerade bei den Metamorphosen, bei den Fabeln, das sind ja die Fabeln, glaube ich. Also so Geschichten von der Dichterepoche, also von der Epochen der Dichter, von der Jahreszeit der Dichter, so, ja. Und da gibt es halt mehr zu interpretieren. Danke, Ovid. Und das ist eben der Stoff für die nächsten Jahre, wenn man Latein jetzt weiterwählen würde, weil ich brauche ja nur ein Jahr noch, um das Latinum zu meistern. Ich habe mir das so gedacht, wenn ich jetzt mit einem guten Gefühl da das Jahr beende, Latein, wähle ich weiter. Wenn ich das jetzt nicht gut beenden würde, hätte ich da so ein kleines Risiko am Haken, denn hätte ich vielleicht wieder das Unglück, meine aktuelle Lehrerin weiter zu behalten. Oder ich hätte das Glück, dann meinen tollen Lehrer aus der Unterstufe wiederzubekommen. Ich meine, das ist ja wirklich ein Glücksspiel dann. Ja,
Weil wenn ich jetzt gut abschneiden würde, hätte ich jetzt kein Problem, auch bei der jetzigen Lehrerin weiterzumachen. Ja, das also, da wäre jetzt kein Problem. Weil ich verstehe mich gut mit der. Ich denke, die kennt mich auch jetzt etwas besser. Die kennt meinen Schreibstil, die kennt meine Oliver-Sprache. Ja, weil ich wirklich, wir haben so ein paar Kandidaten in der Schule, die haben so ihre eigene Sprache. Ich und ein Kumpel von mir, die haben so dieses leicht seriöse, was man auch meist aus den Unterrichtsdingern hört, denn ich habe so eine fachmännische Sprache. Ich bin so ein Typ, der wirklich sehr wortgewandt ist, ja, wie ihr es gerade merkt. Ich kann mit den Wörtern, die ich höre, meist umgehen. Ja, ein Kumpel von mir auch. Und da haben wir so die durchschnittlichen Sprecher, die wirklich durchschnittliche Antworten geben, bei denen so nicht mehr dahinter ist, bei denen sich das nicht so dick anhört, also nicht so toll, so fabulös, ja, das gibt's. Und da gibt's auch die, die wirklich Bullshit labern. Da habe ich einen sehr guten Freund, das ist natürlich ein Ausländer, ja, also wirklich. Man muss aber bemerken, dass der andere Kollege, der genauso spricht wie ich, auch ein Ausländer ist, ja, und ich habe noch was Tolles, weil ich bin ja Russe, wie ihr vielleicht wissen mögt. Und ein Kumpel von mir, der ist, also dieser Wortgewandt ist ein Albaner. Ja, und wir hatten dann eben Latein, gleichen Kurs, das ist mein Kumpel aus Lateinzeit. Also aus der Lateinunterrichtszeit. Natürlich, ich bin ja nicht über 2000 Jahre alt. Ne, das geht ja nicht, ein bisschen zu behaart, aber trotzdem geht das nicht. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, und dort waren wir immer die meisten, weil Latein ist ja so eine Sprache, wo man eben Deutsch braucht, wo man eben gutes Deutsch braucht, um eben die Grammatik, also da wird auch eben mit Latein die Grammatik verbessert. Und da brauchen wir eben das Deutsch, um die knalligen lateinischen Sätze ins knallige, übertriebene Deutsch zu übersetzen. Und da waren wir eben die Dauerrenner. Ja, ich und mein Kumpel, wir haben wirklich die Bude gerockt mit unserem tollen Lateinlehrer. Wir haben schon immer Witzchen gemacht, so über die. Ja, eben, wir beiden Ausländer konnten. Wir waren, glaube ich, die einzigen Ausländer. Ja, wir hatten dann eben noch so einen Türke, der irgendwann verschwunden ist. Aber der Russe und der Albaner können besser Deutsch zusammen als. Also einzeln zusammen. Als jeder Deutsche allein aus dem Kurs. Also zusammen aus dem Kurs. So. Ein bisschen versprochen, tut mir leid. Ja, ich kann mein Deutsch eben nicht immer zu Beweis stellen. Sorry. Ja. Und der Part neigt sich dem Ende zu. Ich habe wirklich durchgelabert. Ich bin überrascht von mir. Ja, ich habe nicht immer sowas drauf. Manchmal habe ich mal eine Phase, wo ich wirklich plappern kann wie so ein. Wie nennt man das? Aquaculinaris. Und dann bin ich so wie ein Nasenspray. Manchmal zu, manchmal offen. Manchmal voll, manchmal leer. Und dann hat man den Salat, wenn man sich das in die Nase steckt, scheiße riecht und dann doch nichts rauskommt. Okay, das ist ein toller Vergleich. So. Mit Guys letzten Kampf. Ich glaube, das war auch der letzte Kampf, den ich jetzt Naruto so in der letzten Zeit machen werde. Ich habe jetzt Super Smash Bros. Und das werde ich jetzt in der nächsten Zeit suchten. Bis zur Weihnachtszeit, denn dann. Da kommt ja gar nichts raus, ne? Ach, egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit Naruto. Der Film wird ja jetzt bald kommen. An diesem Samstag. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochladen werde, also am 6. Dezember wird es kommen. Heute ist der 1. Dezember, also ein toller Advent. Wir haben bestimmt schon den 2. Advent, wenn das Video oben ist, also ich wünsche euch dann einen tollen Tag, schönen Abend oder auch einen guten Morgen. Ja, bis zum nächsten Part.